Hallo Dreamer, heute schauen wir uns die 5 außergewöhnlichsten Achterbahnen an. Los geht's! Wenn du Höhenangst hast, solltest du eventuell diese Achterbahn sein lassen. Denn diese Achterbahn befindet sich auf dem Dach des Crown Legacy Hotels auf den Philippinen und es fährt direkt am Rand des Dachs. Doch das ist nicht alles. Die Sitze neigen sich um bis zu 20 Grad nach vorne, sodass man in die Tiefe schaut. So eine Fahrt muss echt heftig sein. Würdet ihr euch trauen? Schreibt es in die Kommentare. In Yokohama, Japan, findet man eine der verrücktesten Achterbahnen, denn diese Achterbahn lässt ihre Fahrgäste im Boden verschwinden. Die Fahrt startet gemächlich, es geht langsam bergauf. Oben angekommen kann der Fahrgast ganz kurz die Aussicht genießen, bevor die Waggons auf ein Wasserbecken zurasen und in einem Loch im Boden verschwinden. Das ist die Hexenbesen, eine Art Schwebeachterbahn aus Deutschland. Man legt sich dazu einfach in die Röhre, und zwar auf den Bauch, und dann kann die Fahrt mit einem Knopfdruck beginnen. Es gibt keine Gurte, also muss man sich an den Gittern festhalten. Es ist zwar nicht die schnellste Achterbahn, dennoch kann man damit eine Menge Spaß machen. Während die meisten Vergnügungsparks sich darum bemühen, schnellere und größere Achterbahnen zu bauen, wurde in Pennsylvania eine Oldschool-Achterbahn gebaut, die es so nur einmal auf der Welt gibt. Der Unterschied ist, es fährt nicht wirklich auf einer Strecke mit Schienen, sondern es fährt mit Rädern jedes Mal seinen eigenen, leicht unterschiedlichen Kurs. Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie es wäre zu fliegen? Dann mach dich bereit für Trennen. Es ist die weltweit erste Achterbahn dieser Art. Sie wurde in den USA hergestellt und das Besondere ist, die Waggons wurden an der Außenseite der Schienen aufgehängt. Man hängt also frei in der Luft und so entsteht das Gefühl, als würde man wirklich fliegen. Nun seid ihr gefragt, liebt ihr Achterbahnen? Und wenn ja, welche ist eure Lieblingsachterbahn? Schreibt es in die Kommentare, dann antworte ich mit einem Herz.